antworten. Deine. Herhören, ein Ex-CIA-Agent. Der MI6 hat das letzte Jahr da. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6 einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Wir erreichen die Haltestelle Moritzplatz in 5 Minuten. Durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Edna, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Nicht weiter auf deinem Mund. Nur noch den Atomkrieg im Kopf. Verrückt. Heinrich, du siehst einfach fertig aus. Stimmt. Ja, lange auf. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's! Vorsicht! Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Hier entlang. Hier geht es raus.
Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich. Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer! Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Gute Arbeit, das ist er. Das ist Kraus. Mir nach. Park, Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Hudsons Informantin ist drin, hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön.
Achtung, Bell, ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Sie kümmern uns um Ihren Schatz. Bell, wir haben Ärger. Zwei Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toilette. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich bleibe nach bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Aber Sie können meine Wohnung von hier aus sehen. Ich frage nicht noch einmal. Ich tue Ihnen nichts. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird es für Sie. Ist er weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Stasi weg ist. Gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Sie werden gesucht. Ich habe
ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Volkov? Er ist schrecklich. Abscheulich. Wenn Sie ihn sehen, sollten Sie ihn töten. Bitte, ich bin ein Freund. Darf ich gehen? Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Gehen Sie ruhig. Ich komme klar. Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Park ist gleich voraus. Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ja, Augen auf Kraus. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Die Stasi hält jeden an. Sei vorsichtig. Wie lange arbeiten Sie schon dort? Bill, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bill, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Sie haben sich... Ihre Freundin ist definitiv nicht hier. Entweder hat sie Ihnen eine falsche Nummer gegeben oder Sie haben sich verwählt. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Was? Ich gehe in ein paar Minuten. Wie sind Sie hier reingekommen? Hier gibt es keine Freya.
Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, Sie haben sich... Ihre Freundin ist definitiv nicht hier. Entweder hat sie Ihnen eine falsche Nummer gegeben oder Sie haben sich verwählt. Natürlich, gar kein Problem. Ihnen auch noch einen schönen Abend. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ja, Franz, er ist hier im Wohnzimmer. Ich lege ihn neben die Tür. Mama, ich finde meine Decke nicht. Ich bin in ein paar Minuten oben, Wilhelm. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. War ja klar. Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße! Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Ah, endlich. P-
Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Hintere Jesna. Und was verschafft mir plötzlich die Ehre deiner Aufmerksamkeit? Deine Fragen sind mir echt egal. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, Stutterkoll! Das war das Richtige. Einer von Perseus' Leuten weniger. Wirklich? Ich wollte ihn lebend. Der MI6 hätte so viel aus ihm rausholen können. Dumm gelaufen. Und jetzt verschwinden wir aus Ost-Berlin. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Mein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Belle, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang.